Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9 neu. Zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 5745. Zweites Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. In Verbindung damit die zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion der FDP. Dies ist die Drucksache 6124, das 11. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Und ich möchte noch einen Hinweis geben auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Hauptausschusses. Das ist die Drucksache 6872. Ich möchte einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Das ist die Drucksache 5876. Und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 165745. Eine Abstimmung hierüber entfällt, da der Entschließungsantrag mit der Unterrichtung Drucksache Nummer 6936 zurückgezogen wurde. Und drittens möchte ich noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP. Das ist die Drucksache 5882, ebenfalls zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 165745. Auch zu diesem Antrag entfällt eine Abstimmung, da der Entschließungsantrag mit der Unterrichtung Drucksache 6942 zurückgezogen würde. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die SPD-Fraktion dem Abgeordneten Hertha das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen. Herr Kollege Hertha, einen Moment bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte, verehrte Kolleginnen und Kollegen, weder sich im Plenum hinzusetzen und dem Redner zu folgen oder den Plenarsaal geräuschlos zu verlassen. Herr Abgeordneter Hertha, Sie haben das Wort. Okay, ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen hier heute vor der Beschlussfassung einer Neuregelung des Nebentätigkeitsrechts der Abgeordneten im Nordrhein-Westfälischen Landtag, insbesondere der Transparenz der Nebentätigkeiten, der Einkünfte aus Nebentätigkeiten. Wir schaffen hier transparente Regeln für das, was nebenbei verdient wird. Eine übersichtliche Darlegung ist nach dem, was hier heute vorliegt, ab dem Jahr 2015 möglich. Und wir sind damit als Landtag Nordrhein-Westfalen ein weiteres Mal Vorreiter in diesem Gebiet. Vorreiter, weil insbesondere die Bereiche außerordentliche Einkünfte wie auch Referentenhonorare, Honorare aus Aufsichtstätigkeiten, Beraterverträge in Zukunft kurzfristig auf Euro und Cent offengelegt werden müssen. Ein langfristiges berufliches Engagement, jedoch nur in eng gefassten Stufen. Das schafft Vertrauen für die Tätigkeit, die wir hier haben, Vertrauen übrigens auch für uns als Person. Mir ist wichtig, das Ziel hier noch mal hervorzuheben der Neufassung, nämlich die Unabhängigkeit des Mandats, der Entscheidungen im Mandat zu gewährleisten. Die Transparenz, sie soll dabei die Unabhängigkeit im Mandat gewährleisten. Die Berufstätigkeit, die fortgeführt wird, sie kann die Unabhängigkeit vom Mandat gewährleisten. Und deshalb haben wir uns an dieser Stelle entschieden, keine Regelung miteinander hier vorzulegen, die die Berufstätigkeit grundsätzlich abwürgen würde, die es den Kolleginnen und Kollegen unmöglich machen würde, neben dem Mandat einer Berufstätigkeit nachzugehen. Über unsere Glaubwürdigkeit habe ich schon gesprochen. Ich will ein zweites hier benennen, nämlich den Schutz des Abgeordneten. Die Öffentlichkeit der entsprechenden Einkünfte, sie dient auch dem Schutz des Abgeordneten vor unberechtigten Verdächtigungen, in einem Beziehungsgeflecht zu stehen, das seine Unabhängigkeit im Mandat gefährden würde. Es ist im öffentlichen Interesse und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu wissen, welchen Tätigkeiten die Kolleginnen und Kollegen, wir als Abgeordnete, nachgehen. Es ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse von glaubwürdigen Entscheidungen hier im Hause, dass wir
in unseren Entscheidungen über jeden Verdacht erhaben sind, dass wir sie aus anderem Grunde treffen würden, als das allgemeine Wohl der Bevölkerung dabei im Blick zu haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hertha. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Liengeber. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, erneut beraten wir heute über das Abgeordnetengesetz für Nordrhein-Westfalen. Unsere Richtschnur in den Debatten als CDU-Fraktion war und ist klar. Wir wollen die Unabhängigkeit der Abgeordneten genauso stärken, wie wir auch das Parlament selbst stärken wollen. Und nur ein Parlament, das allen Berufsgruppen gleichermaßen offen steht, ist ein Parlament für alle Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen. Im Vordergrund steht das freie Mandat der Abgeordneten. Und somit steht für uns außer Frage, dass ein Abgeordneter neben dem eigentlichen Mandat auch andere Tätigkeiten ausüben darf. Wer Abgeordnete unter einen Generalverdacht stellen will und daher Nebentätigkeiten untersagen wollen würde, der schadet der parlamentarischen Demokratie insgesamt, ganz unabhängig davon, dass das verfassungsrechtlich auch gar nicht zulässig wäre. Nebentätigkeiten können positive Wirkungen für das Mandat haben. Sie erleichtern den späteren Wiedereinstieg in den Beruf und sie reduzieren auch die Abhängigkeit von der eigenen Partei und von der eigenen Fraktion. Professor Gerditz hat in seiner Stellungnahme für die Expertenanhörung völlig zu Recht erklärt, ich zitiere, ein Abgeordneter, der auf sein Mandat nicht angewiesen ist, weil er beim Mandatsverlust jederzeit wieder in seinen früheren bzw. erlernten Beruf zurück kann, ist ein Idealtypus des unabhängigen Abgeordneten. Wir wollten von Anfang an Regelungen, die diese Berufstätigkeit weder direkt noch indirekt unmöglich machen oder unverhältnismäßig erschweren, und haben uns entschieden, konstruktiv an einer auf die besonderen Umstände Nordrhein-Westfalens eigens zugeschnittener Regelung mitzuwirken. Wählerinnen und Wähler müssen nämlich erkennen können, ob es bei Abgeordneten vor allem in Angelegenheiten, über die hier entschieden wird, Abhängigkeiten gibt, die für das freie Mandat schädlich sind und geeignet sind, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in freie, unabhängige Entscheidungen ihrer Abgeordneten zu beeinträchtigen. Ob dazu wirklich die Höhe der Nebeneinkünfte das allergeeignetste Mittel ist zur Herstellung dieser Transparenz, darüber kann man trefflich diskutieren. Und das ist ja auch im Verfahren geschehen. Aber jedes Verfahren ist ein Abwägungsprozess vieler Gesichtspunkte. Und deswegen sind wir der Auffassung, jedenfalls im Ergebnis ist es uns gelungen, Transparenzvorschriften zu schaffen, die diesen Anforderungen standhalten. Die Interessen Dritter sind geschützt. Ehepartner, Geschäftspartner und Kunden sind in ihren Interessen, soweit sie berechtigt sind, geschützt. Wir differenzieren für unterschiedliche Nebentätigkeiten zwischen Anzeige- und Veröffentlichungspflichten. Wir berücksichtigen, dass für viele Ausgaben gerade bei Selbstständigen vorher erhebliche Investitionen und Aufwendungen getätigt werden müssen, um diese Annahmen überhaupt zu erzielen. Und deshalb ist der Gesetzentwurf im Ergebnis aus unserer Sicht eine Abwägung, die tragbar ist. Wir kommen zum Ergebnis, dass das gemeinsam vorgelegte Gesetz den Anforderungen an das freie Mandat noch Rechnung trägt und werden ihm deswegen zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Liengeber. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn Herrn Professor Gusi zitieren, der in der Anhörung hier die Dinge für mich noch mal auf den Punkt gebracht hat. Er hat
einen Beitrag geleistet und hat damit zur Kenntnis gegeben, eine Verpflichtung zur Offenlegung von Tätigkeiten neben der Mandatsausübung stellt eine zulässige Konkretisierung des freien Mandats dar und greift in diese nicht ein. Sie ist in diesem Sinne eine verfassungsrechtlich zulässige, wenn nicht gar gebotene Konkretisierung des Demokratieprinzips. Und in diesem Sinne sage ich, es ist ein gutes Gesetz. Es ist ein gutes Gesetz für dieses Parlament. Es tut auch den Abgeordneten gut, weil sie offensiv damit umgehen können. Und es ist genau das, was Bürger und Bürgerinnen von uns erwarten. Diese Transparenzerwartungen werden eingelöst mit diesem Gesetz. Und ich bin sehr froh, dass wir einen Schritt weiter gegangen sind als im Bundestag, weil wir sehr viel präziser in den Stufenregelungen sind, weil es bei uns keinen nach oben offenen Bereich gibt, sondern Sie als Bürgerinnen und Bürger sehr genau ab einer gewissen Grenze sogar in 30.000er Schritten nach oben eben unbegrenzt die Frage der Nebentätigkeiten selbst beurteilen können und welche Einkünfte dagegen überstehen. Und dass wir dann auch sehr deutlich machen, wo interessegeleitete Konflikte hier im Hause sein könnten, das ist uns sehr wichtig, das gehört dazu. Und ich sage aber auch, der Prozess hat sich gelohnt. Ich habe das letzte Mal schon bei der Einbringung des Gesetzes gesagt, ja, das hat durchaus ein bisschen die Geduld strapaziert untereinander, aber die Gesprächsrunden haben sich gelohnt, weil es ein breit getragenes Gesetz ist. Und das ist auch ein guter Ausweis für dieses Parlament nach außen. Wir haben es nämlich nicht so gemacht wie im Bundestag, dass dort zwei Fraktionen entschieden haben und der Rest musste mitmachen, sondern alle waren eingeladen. Und in der Tat, auch jetzt in der letzten Runde, habe ich von den Piraten dazu leider nichts mehr gehört, auch unseren Änderungsantrag tragen Sie so ja offensichtlich nicht mit. Es gibt kein Verhalten dazu, sodass wir uns gewünscht hätten, gerade nach der Anhörung, dass auch die Piraten das noch mal offensiv aufgenommen hätten. Denn in der Anhörung ist ja deutlich geworden, dass der begleitende Gesetzentwurf offensichtlich nicht tauglich ist und auch verfassungsrechtlichen Bedenken unterliegt. So haben wir eine angemessene und ich kann gleich, ja gerne, Herr Marsching natürlich. Herr Marsching hat sich dabei gemeldet. Ja, das können wir machen. Bitte schön. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Frau Kollegin Bär. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es wäre ein breit getragener Kompromiss und alle Fraktionen wären eingeladen gewesen. Ich brauche das dann gleich in meiner Rede gar nicht mehr sagen, aber vielleicht haben Sie ja die falsche E-Mail-Adresse von mir. Ich persönlich, als derjenige, der das bei uns betreut, bin nicht eingeladen worden. Von daher die Frage, an welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Haben Sie wirklich alle eingeladen? Ich weiß davon nämlich nichts. Natürlich. Wir haben uns gerade vergewissert, auch dem Kollegen Hertha ist das genauso bewusst wie mir, dass das genau gegangen ist an die Fraktion der Piraten. Und wir haben es hier auch gesagt, auch in der Einbringung, dass wir uns wünschen, dass es breit getragen wird. Und wir haben das auch noch mal gesagt in der Anhörung danach. Ja, sind Sie nicht selbstständig auch noch auf der Grundlage eines Anschreibens dann auf uns zuzukommen? Also wo ist denn das? Wo ist denn eigentlich da Ihre Initiative hin? Ich Frau Kollegin Bär, es gibt eine weitere Zusatzfrage des aber Kollegen Hertha. Würden Sie gerne sagen. Der Kollege Hertha dazu. Frau Kollegin Bär, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Können Sie sich entsinnen, dass es meine wortwörtliche Einladung während der Hauptausschusssitzung, eine persönliche Einladung in Anwesenheit der Piraten war, sich an dem entsprechenden Gesetzentwurf zu beteiligen? Und können Sie auch nachvollziehen, dass der parlamentarische Geschäftsführer der Piraten eine entsprechende Mail dann bekommen hat, die er beantwortet hat, mit dem Hinweis, wir haben da zwar nichts gegen, aber wir können es nicht mittragen? Ja, das kann ich uneingeschränkt beantworten. Der Änderungsantrag ist rübergegeben worden. Wir haben die mündliche Einladung bereits ausgesprochen. Sie haben das persönlich auch gemacht und wir haben es von hier vorne auch mehrmals betont, dass wir gerne möchten, dass das breit getragen ist. Und nachdem, wie der Piratengesetzentwurf beurteilt worden ist, auch in der Anhörung, wäre es sicherlich wünschenswert gewesen, da noch mal sich zusammenzusetzen. Die Initiative ist von den Piraten dann nicht aufgenommen worden. Ich will eines noch mal betonen, und zwar einen Hinweis darauf, welche Erfahrungswerte wir haben. Wir haben im Schnitt die Anwesenheit unserer Kollegen und Kolleginnen 10 Jahre dauert die Mandats
Dauer. Und es gibt ein Leben vor dem Mandat und in der Regel auch ein Leben nach dem Mandat. Und deswegen muss Berufstätigkeit dann auch gewährleistet sein, damit man wieder anschlussfähig ist. Denn es sind in der Tat nicht alle unter uns, die dann einen freigehaltenen Arbeitsplatz haben, zum Beispiel, weil sie aus einem Beamtenverhältnis kommen oder anderen Zusammenhängen. Freiberuflerin, Unternehmerin, alle, die hier im Parlament versammelt sind, in dieser Breite wollen wir zusammen sein, in dieser Breite setzen wir ein Zeichen für mehr Transparenz und wir sind, da stimme ich dem Kollegen Hertha uneingeschränkt zu, damit auch weiter an der Spitze in der Bundesrepublik, nicht nur bei der Reform des Abgeordnetengesetzes in der ersten Frage, wie wir die Abgeordnetenbezüge geregelt haben, sondern jetzt auch in der Frage der Transparenz. Vielen Dank, Frau Kollegin Bär. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Feind. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der Übernahme der bisher in den Verhaltensregeln des Parlaments kodifizierten Anzeige- und Veröffentlichungspflichten in das Abgeordnetengesetz und eben auch die Erweiterung dieser Vorschriften unternimmt der Landtag Nordrhein-Westfalen einen Schritt in Richtung einer höheren Transparenz von Nebentätigkeiten der Abgeordneten. Die Regelungen des Änderungsgesetzes, wie auch von den vier Fraktionen, die hier gerade schon gesprochen haben, auch vorgeschlagen, sind auch aus Sicht der Sachverständigen ausgewogen, um eben auch eine berufliche Tätigkeit oder Betätigung von Abgeordneten eben im Einklang mit der Wahrnehmung des Mandats im Parlament auch zu bringen. Für die FDP-Fraktion war in der ganzen Beratung wichtig, dass wir auch ein offenes Parlament sind und bleiben, in dem auch aus allen Berufsgruppen unserer Gesellschaft auch Menschen für dieses Parlament sich engagieren können, für dieses Parlament kandidieren, ohne damit ihre berufliche Existenz aufs Spiel zu setzen. Wichtig ist für uns deswegen auch gewesen, dass die Transparenzregeln das freie Mandat auch nicht einschränken dürfen und im Ergebnis auch wichtig, dass wir die Klarstellung auch jetzt noch mal ausdrücklich in den Gesetzestext mit aufgenommen haben, dass eine Tätigkeit im Beruf und andere Nebentätigkeiten neben dem Mandat zulässig sind und bleiben. Meine Damen und Herren, Interessenkonflikte entstehen nicht aus einer Berufstätigkeit oder einer Nebentätigkeit per se, sondern durch eine etwaige Verknüpfung der aus dieser Tätigkeit folgenden Interessen mit der Wahrnehmung des Mandats. Und um derartige Verknüpfungen zu vermeiden, die sich zum Beispiel aus ausufernden hohen Honorarzahlungen ergeben könnten, schreibt das Gesetz nun vor, dass die Erträge aus solchen Betätigungen anzuzeigen sind und vom Präsidium zu veröffentlichen sind. Wichtig ist mir dabei, dass nicht die Nebentätigkeit als solche das Übel darstellt, sondern eben eine daraus möglicherweise entstehende Interessenkollision. Und der Gesetzentwurf der Piraten hat nicht nur von den Sachverständigen manifeste verfassungsrechtliche Bedenken hervorgerufen, sondern hat auch sehr deutlich gemacht, dass dort ein Verständnis auch zugrunde liegt, dass eben auch Abgeordneten jegliche berufliche und andere Nebentätigkeit neben dem Mandat mehr oder weniger untersagt werden soll. Und das entspricht eben nicht unserem Verständnis von einem freien Mandat, weil wir eben nicht den Funktionärsabgeordneten haben wollen, sondern wir wollen freie Abgeordnete, die eben auch in der Gesellschaft verankert sind. Gleichwohl, und darauf ist eben auch darauf hinzuweisen, dass wir einen Teil in diesem Gesetz auch nicht geregelt haben und vielleicht auch niemals regeln können, weil eben keiner oder mir jedenfalls bisher noch nichts eingefallen ist, wie man zum Beispiel den ideellen Konflikt mit Blick auf Entscheidungen eines Abgeordneten im Parlament wird gesetzlich regeln können. Der häufiger, das ist in der Anhörung auch durch die Sachverständigen deutlich unterstrichen worden, häufiger vielleicht noch wesentlich größer ist als bei materiellen oder finanziellen Konfliktlinien.
Aber jeder von uns ist ja auch vor dem Hintergrund seiner Wertvorstellungen und auch wertegebundenen Ziele auch Mitglied in diesem Parlament und bringt diese auch in die Arbeit ein, mit der wir auch diese Gesellschaft voranbringen wollen. Meine Damen und Herren, der bloße Funktionärsabgeordnete ist kein Wunschbild, ebenso wenig wie Transparenz ein Selbstzweck ist. Nicht die Transparenz ist entscheidend, sondern die Gewährleistung einer möglichst von inneren und äußeren Konflikten freien, eigenverantwortlichen Entscheidung eines jeden Abgeordneten. Aus unserer Sicht wird mit diesem Gesetzentwurf der vier Fraktionen inklusive der Änderung dem Rechnung getragen. Deswegen werden wir dem auch zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Masch. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Wir diskutieren jetzt also erstmal abschließend die Änderungen am Abgeordnetengesetz, um mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften von Abgeordneten zu bekommen. Wir haben ja schon seit Längerem in Gängen, in informellen Gesprächen, in kleinen Treffen in diesem Haus darüber geredet, wie so eine Regelung eigentlich aussehen könnte. Man kann sich aussuchen, als Abgeordneter seine Nebeneinkünfte offen und frei herauszusagen. Man kann aber auch weiterhin versuchen, seine Einkünfte zu verschleiern und zu verstecken. Ausgelöst ist das Ganze, ich glaube ohne Frage, durch die Kapriolen in der Berichterstattung um den 25.000-Euro-Talk des SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück. Da haben wir uns hier getroffen, sogar einmal ganz offiziell, und dann haben wir darüber geredet, was wir ändern könnten. Das war im Oktober 2012. Dann gab es ein Hearing der Präsidentin zu dem Thema, Januar 2013. Dann passierte 16 Monate nichts mehr. Bis auf immer wiederkehrende Pressemitteilungen, diesmal werde ich Sie nicht zitieren, Frau Kollegin Bär, aber im Grunde haben Sie gesagt, das sei alles total dringend und ultra wichtig und bald, ja bald, da käme dann irgendwas, da sollen die Leute sich ruhig sicher sein. Im Mai haben wir Piraten dann einen Gesetzentwurf vorgelegt. Da war dann Holland in Not. Was bilden sich diese Piraten eigentlich ein, hier so sehr aufs Gaspedal zu treten? Und da stellt sich dieser Marsching doch tatsächlich hier hin und sagt, sein Entwurf soll eine Lokomotive sein. Unglaublich. Wir hatten also im August eine Anhörung zu dem Thema im Hauptausschuss. Und alle Experten haben nochmal betont, dass es eben keine verfassungsrechtlichen Bedenken gibt für beide Entwürfe, sowohl zu unserem als auch zu Ihrem Entwurf. Und verbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir hier entgegen Ihrer suggestiven Aussagen genau gar nichts. Wir stehen vor einer politischen Entscheidung. Und wir können unsere Nebeneinkünfte transparent machen oder transparentär. Wollen Sie eine Bagatellgrenze, die sich an den Hinzuverdienstgrenzen aus dem SGB orientiert, oder eine fünfmal höhere? Wollen Sie eine kurze Anzeigefrist von einem Monat nach Verdienst oder nur eine Frist, die bis zu anderthalb Jahre Zeit gibt, eine Nebentätigkeit überhaupt anzuzeigen? Wollen Sie eine Veröffentlichung auf Heller und Pfennig für jeden Hinzuverdienst oder wollen Sie nur eine Stufenlösung, die nicht nur ein Zurückrechnen von Ihren Einkünften erfordert, sondern den Verdienst auch noch mit dem Wischfinger weichzeichnet und vor allen Dingen vor einem schnellen Einblick verschleiert? Denn seien wir mal ehrlich, wenn man erst nachgucken muss, welche Stufe eigentlich was bedeutet, das ist keine Transparenz. Und zu guter Letzt wollen Sie eine Auflistung der aufgewendeten Zeit und dass die Landtagsarbeit des Abgeordneten wirklich im Mittelpunkt steht, oder ist Ihnen das völlig egal? Ist Ihnen völlig egal, was ein Abgeordneter mit seiner steuerbezahlten Zeit so alles anstellt? Und das ist die Entscheidung, die heute hier gefällt wird, transparent oder transparenter. Am Ende freuen wir uns, dass wir das Thema in die Hand nehmen durften. Aber mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Die Menschen wollen wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen. Sie wollen uns wieder vertrauen, dass Politik eben kein Selbstbedienungsladen ist und nicht nur ein Sprungbrett zu großen Vortragshonoraren,
sondern dass Politik die Probleme der Menschen löst. Wir lehnen ein Stufenmodell ab. Wir lehnen hohe Bagatellgrenzen ab. Wir lehnen eine fehlende Mittelpunktregelung ab. Und ich wiederhole das nochmal. Man kann sich aussuchen, als Abgeordneter seine Nebeneinkünfte frei heraus offenzulegen. Man kann aber auch weiterhin versuchen, die Einkünfte irgendwie zu verschleiern und zu verstecken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Wir sind, wir nehmen keine Wort- und Wortmeldung mehr vor. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Abgeordnete Bernhard Schemmer hat nun um die Möglichkeit gebeten, eine Erklärung zur Abstimmung nach § 47 der Geschäftsordnung abzugeben. Ich erteile ihm hierzu das Wort und weise darauf hin, dass diese Erklärung nicht länger als 3 Minuten dauern darf. Herr Abgeordnete Schemmer, Sie haben das Wort. Schönen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der jetzige Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes greift an einigen Stellen in indiskutabler Form in die Privatsphäre von Abgeordneten ein. An anderen Bereichen bleibt das Informationsbedürfnis der Bürger völlig außen vor. Da kann man zum Beispiel dem Abgeordnetenhandbuch nicht einmal entnehmen, welche Berufsausbildung und welche Berufsabschlüsse die einzelnen Abgeordneten haben. Keine verbindliche Mitteilung darüber, über die Beschäftigung vor Beginn der Abgetätigkeit. Also hat er von Erwerbseinkommen gelebt oder hat er aus öffentlichen Kassen gelebt? Man weiß es nicht. Hat der Abgeordnete, wenn nicht als selbstständig Beschäftigter, in Vereinen oder Verbänden oder Parteien ehrenamtlich gegen Aufwandsentschädigung gearbeitet? Arbeitet er dann noch? Wie hoch sind diese Aufwandsentschädigungen? Wichtige Fragen, gerade Antworten auf diese Fragen dienen der Transparenz, Fehlanzeige. Natürlich muss auch Transparenz darüber herrschen, welche Tätigkeiten ein Abgeordneter neben seinem Mandat wahrnimmt. Während ein Abgeordneter, der Angestellter oder insbesondere wenn er Beamter ist, regelmäßig nach Ende seiner Abgeordnetentätigkeit in seinen alten Beruf zurückkehren kann, sieht das bei einem Selbstständigen schlicht anders aus. Wird ein Abgeordneter von seiner Partei nicht wieder aufgestellt, er in seinem Wahlkreis nicht wiedergewählt oder zieht die Reserveliste nicht, dann schadet er auch. Und was dann? Selbstständigkeit zu Beginn des Mandats aufzugeben, nun ohne Mandat, was soll ein solcher Abgeordneter machen? Soll er Lobbyist werden? Da wartet kaum auf ein Unternehmen auf einen solchen Abgeordneten. Also hat ein Selbstständiger, der Abgeordneter ist, nur die Möglichkeit, im selbstständigen Beruf, den er vorher ausgeübt hat, auch zu verbleiben. Und er hat Partner, beispielsweise, wenn er in einer Sozietät ist, hier die Einnahmen zu veröffentlichen, dient nur der Neugierde. Von wem auch immer, vielleicht auch von Abgeordneten, auf jeden Fall nicht der Transparenz hier im Parlament. Er negiert sogar das Schutzbedürfnis der Teilhaber in den Firmen bezüglich der Einkommensverhältnisse. Zu preußischen Zeiten wurden ja Abgeordnetentätigkeiten nicht entlohnt, da war das ein Privileg der Besserverdienenden. Heute soll durch diesen Gesetzentwurf das Parlament von Selbstständigen leergefegt werden. Ein langjähriger Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Minister wie seinerzeit Helmut Linsen hätte unter den jetzigen neuen Rahmenbedingungen das Parlament nie betreten. Dass man jetzt dieses Gesetz auch noch mit einer sofortigen Rechtskraft versieht, toppt den Unsinn eigentlich nur noch. Ich möchte auch zukünftig Selbstständige hier im Landtag sehen. Die sind ja nur nicht mehr gewünscht. Ein besseres Gesetz wäre notwendig und besser wäre es, Verquickungen von Abgeordneten zu Vereinen, Verbänden, Parteien, Unternehmen, auch zu bestimmten Auftraggebern deutlich zu machen. Dem trägt man nicht Rechnung. Kurzum, an einem Gesetz, mit dem das Landtag von Selbstständigen leergefegt worden soll, stimme ich ausdrücklich nicht zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schemmer. Sie haben nach § 47 unserer Geschäftsordnung eine Erklärung abgegeben. Vielen Dank dazu, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Nun haben wir keine Wortmeldungen mehr und wir kommen zur Abstimmung. Erstens über den Gesetzentwurf Drucksache 19/5745,
Der Hauptausschuss empfiehlt in Ziffer 1 der Drucksache 19/6872 den Gesetzentwurf, das ist die Drucksache 19/5745, abzulehnen. Wir kommen deshalb zur Abstimmung nicht über die Beschlussempfehlung, sondern über den Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten, eben das ist die Drucksache 19/5745. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Drucksache 19/5745 abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, Grüne, FDP gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten. Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Gesetzentwurf von SPD, CDU, Grüne und FDP. Dies ist die Drucksache 19/6872. Der Hauptausschuss empfiehlt in Ziffer 2 den Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP, die Drucksache 19/6724 in der Fassung seiner Beschlüsse anzunehmen. Wir stimmen deshalb über die Empfehlung der Ziffer 2 der Drucksache 19/6872 ab. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann da nicht zustimmen? Vielen Dank. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen mit Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, der FDP gegen die Fraktion der Piraten und des Abgeordneten Schemmer von der CDU-Fraktion. Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 10 neu. Antrag der Fraktion der CDU.